haben Personalpower vor etwas über 20 Jahren, im Jahr 2000, gegründet. Einfach vor dem Hintergrund, ich habe vorher als Personaler in einer großen Bremer Unternehmen gearbeitet, wollte ganz gerne Personaldienstleistungen auch mal bei mir im Unternehmen einsetzen. Und es war ein ganz schlimmes Erlebnis für mich, weil es sehr unprofessionell aufgezogen wurde. Die Mitarbeiter haben nicht die Voraussetzungen gehabt, die ich brauchte. Da habe ich gesagt, das kann man eigentlich besser machen. Und das war der Grund, Personalpower zu gründen. Unsere Mitarbeiter haben bei uns den Vorteil, dass sie sich in verschiedenen Unternehmen austesten können. Die können sagen, meine Stärken liegen in einer besonderen Branche und dann können wir die Branche suchen. Meine Stärken liegen in einem kleineren Unternehmen oder in einem größeren Unternehmen. Ich möchte dort arbeiten, wo ich am besten aufgehoben bin. Das ist bei uns möglich. Also bei uns kann ein Mitarbeiter durchaus erstmal für eine gewisse Zeit in einem Unternehmen bleiben. Das Ganze ist leider reguliert durch die Novellierung 2017 des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes. Das bedeutet, der Mitarbeiter kann im Moment erstmal nur 18 Monate in einem Unternehmen bleiben. Danach muss er eine Pause machen von 3 Monaten und einem Tag, ganz wichtig. Wir haben Mitarbeiter, die sind seit 15 Jahren bei uns beschäftigt und länger, sodass wir uns da auch immer wieder was einfallen lassen müssen. Wie kriegen wir diese Mitarbeiter über diese 3 Monate, wenn sie gerne zurück möchten? Manchmal entwickelt sich das auch so, dass der neue Einsatz noch spannender ist und sie dann da erstmal bleiben. Das machen wir immer zusammen mit dem Mitarbeiter und dem Kunden und da versuchen wir einfach den besten Weg zu finden. Wir haben seit 2016 Mitarbeiter, die als Flüchtlinge nach Deutschland gekommen sind. Wir haben uns entschieden, dass wir den Mitarbeitern eine Chance geben möchten, den deutschen Arbeitsmarkt kennenzulernen, die Sprache zu lernen, dass man bei uns in den verschiedenen Einsätzen sich ausprobieren kann, inwieweit man hier in Deutschland Fuß fassen kann. Das war uns wichtig. Wir haben sehr viele Mitarbeiter mit einem Migrationshintergrund, die bei uns hier arbeiten können, die sich in vielen Sachen austesten können. Ihr erreicht uns in der Sögelstraße 74, hier haben wir unser Büro. Ihr erreicht uns telefonisch, ihr erreicht uns online. Also kommt zu uns, wir haben den Job für euch.